So, wir haben Montagabend und wir starten heute wieder gemeinsam in die neue Woche. Und ich halte gleich mal hoch, um was es heute geht. Keine Angst, wir werden nicht zusammen putzen. Ja, wobei, vielleicht wird der Boden auch ein bisschen sauber. Nein, kleiner Spaß. Ihr braucht jetzt gleich für das nächste Workout zwei solche, ja, Küchentücher, Geschirrtücher, die man benutzt, um die Hände abzutrocknen. Das hat bestimmt jeder von euch zu Hause. Das heißt, wer jetzt gleich live mitmacht, der schnappt sich bitte zwei dieser Tücher, egal welche Farbe. Es sollte so sein, dass ihr eure Füße auf diese Tücher bekommt. Ja, das wäre wichtig. Und egal, wo ihr seid, bei euch zu Hause in der Wohnung, nehmt euch jetzt bitte einen Raum, wo ihr einen Boden habt, entweder einen Holzboden, einen Fliesenboden, wie auch immer, irgendwas, was glatt ist. Einigermaßen, also Teppich wäre jetzt nicht so geeignet. Das funktioniert nicht. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ihr da jeder irgendwie eine Möglichkeit habt und dann schnappt euch zwei solche Tücher. Wir brauchen auch die Matte. Die könnt ihr euch schon mal so zusammenrollen. Ich habe das schon mal hier so gemacht an der Seite. Die werden wir auch mit einbauen ins Training. Und es gibt jetzt gleich ein bisschen Power. Wir sind ja in der dritten Woche und deswegen machen wir heute einen kleinen Fitness-Power-Mix. Natürlich als Ergänzung zu dem, was ihr ja heute schon in der aktuellen Homework-Playlist findet zum Trainieren. Und ja, ich würde sagen, die Tücher bereitlegen und dann legen wir los mit unserem Training. Mit viel Energie, mit viel Power, der ganze Körper ist mit dabei und ja, ein bisschen schwitzen dürft ihr jetzt auch. So, wir kommen nach hinten, nehmt euch die Tücher mal mit und legt sie euch mal kurz zur Seite. Ich habe jetzt die Matte schon weggelegt. Wer von euch jetzt die Matte noch nutzen möchte fürs Aufwärmen, kann das gerne machen. Ansonsten bewegt euch einfach mal mit mir. Ganz locker auf der Stelle. Wir wollen uns kurz und intensiv ein bisschen aufwärmen mit drei, vier kurzen kleinen Übungen und dann legen wir direkt los. Okay, wir starten auch schon mit der ersten. Wir springen in die Grätsche und springen wieder zusammen, schieben die Arme nach vorne. Ausatmen. Sehr schön. Noch vier. Drei, zwei. Letztes Mal. Und dann im Wechsel die Knie nach oben. Es geht sofort weiter. Das wird eine ganz kleine, schnelle, intensive Runde. Eine schöne Ergänzung zu euren beiden Einheiten von heute, die ja eher auch etwas ruhiger sind, eher etwas kraftbetonter. Und wir wollen das Ganze jetzt noch ergänzen mit ein bisschen Power. Und wir machen noch vier, drei, zwei, einen und wir laufen nochmal locker auf der Stelle. Nehmen die Arme locker in die Bewegung mit. Heben auch die Füße beim Laufen vom Boden ab. Und spüren jetzt mal, wie die Herzfrequenz nach oben kommt. Schultern locker lassen. Einatmen, ausatmen. Und dann wieder ruhiger werden. Und wir kicken im intensiven Modus nach vorne. Wir schieben ein Bein immer leicht zurück. Wir bleiben beim gleichen Bein. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Wir ziehen die Arme nach hinten. Ich zeige es euch von der Seite. Zieh, 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 zieh. Noch drei, zwei und noch einer. Und wir bleiben in dieser Position. Und wir gehen tief und hoch. Schieben den Po zurück, die Arme nach vorne. Eine Kniebeuge, die Beine ganz bewusst eng halt. Tief und hoch. Noch zwei und noch einer. Und dann schieben wir das andere Bein nach vorne. Die Arme zurück. Das Bein muss nicht so hoch kommen. Hauptsache nach vorne die Zehen anziehen. Und ein bisschen das Tempo halten. Kick. Kick, die Arme zurückziehen, komm, ausatmen. Und wir machen noch vier, drei, zwei und einer. Und dann noch einmal locker laufen, öffnen, schließen. Ganz leichte Bewegung. Einatmen, ausatmen. Mal den Fuß wechseln, anderes Bein zuerst öffnen und schließen, öffnen. Und schließen. Noch zweimal. Und noch einmal. Und dann lösen. Sehr schön. Kurz durchatmen. Wir steigen direkt ein ins Training, der gerade erst dazu kam. Wir brauchen
zwei Geschirrtücher aus der Küche. Ja, so ein Baumwolltuch hat jeder zu Hause, auch die Männer. Oh, jetzt sind wir wieder in den Klischees. Gell? Nein, die Männer putzen ja heutzutage auch, natürlich. Achtet mir bitte nur darauf, dass sie trocken sind. Das wäre ganz wichtig. Und dann nehmt ihr die Matte und rollt die einfach mal so zusammen. Die werden wir gleich noch brauchen, ja, für unsere Unterarme und für die Hände zu schützen. So, beide kommen hier auf den Boden. Und ich schiebe hier mal noch ein bisschen nach unten, damit ihr das seht, weil ich muss hier ein bisschen weiter vorne arbeiten. Gut, wir stellen uns drauf. Wichtig ist jetzt den Bauchraum festmachen und wir halten immer den Kontakt zu den Tüchern. Das heißt, egal ob wir uns nach vorne, nach hinten, zur Seite bewegen, immer diesen leichten Druck halten, schieben und wieder ziehen. Okay? Gut, Oberkörper nach vorne und wir schieben ein Bein nach außen. Kommen tief mit dem Oberkörper nach vorne. Und wir haben hier nur den Fußball auf dem Tuch und wir schieben und kommen wieder hoch. Rücken gerade halten. Komm. Oberkörper, Schwerpunkt des Körpers bleibt hier über dem Bein. Komm, wir machen noch drei. Noch zwei. Und noch ein. Achtung, wir wechseln andere Seite. Schieben. Schieben. Ja, ihr könnt ja ein bisschen weiter vor oder weiter zurückgehen, dann macht ihr gleich ein bisschen den Boden sauber. Ja. Noch ein bisschen was Bodenpflege drunter. Nein, wir sind jetzt nur beim Training. Ihr seid jetzt nur bei euch. Und wir schieben raus und wir ziehen wieder ab. Sehr gut. Noch drei. Noch zwei. Und noch einer. Achtung, wir wechseln. Rechts und links im Wechsel. Und jetzt nehmen wir die andere dazu. Und das Tuch nicht verlieren. Das heißt, die Füße bleiben am Boden. Stell dich vor, ihr skatet. Arme nach vorne. Ellbogen nach vorne. Komm. Ganz dynamisch. Power Mix ist das Motto heute. Kurz, schnell und intensiv. Sehr schön. Einatmen, ausatmen. Super. Und wir machen noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Und dann einmal kurz runtersteigen. Locker weiter bewegen. Macht irgendwas, was euch hilft, zu regenerieren. Ich mache das ganz gerne mit diesem leichten Laufen. Wer sagt, ich gehe lieber, der geht. Wer sagt, ich schüttel, ich locke nur die Beine aus, der macht das. Einatmen und etwas länger ausatmen. Kräftiger ausatmen. Schultern fallen lassen. Sehr gut. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, wir steigen wieder auf die Tücher. Ich stelle mich jetzt mal längs. Achtet jetzt mal darauf, dass ihr nach vorne und nach hinten ein bisschen Platz habt. Und dann starten wir wieder nur mit einem Bein. Nehmt die Arme einfach hier so ein bisschen nach vorne. Und dann schiebt ihr das Bein zurück und kommt wieder nach oben. Die Arme zum Ausgleich etwas nach vorne. Tief und hoch. Hinten nur den Fußball. Der ganze Körper arbeitet. Immer ein bisschen Druck auf eurem Tuch. Schieben und ziehen. Tempo hat. Komm. Tief und hoch. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal. Wir bleiben vorne und wir wechseln. Anderes Bein zurück. Und wieder hoch. Oberkörper leicht nach vorne. Tief und hoch. Wenn ihr hochkommt, die Hüfte nach vorne nehmen. Ziehen. Ziehen. Sehr gut. Die Arme mitnehmen. Vor und zurück. Vor und zurück. Tempo halten. Noch drei. Noch zwei. Und noch einer. Achtung, wir bleiben vorne. Wir bleiben tief. Und dann die Beine im Wechsel. Und wir nehmen die Arme mit. Wie als würden wir laufen und ihr schiebt im Wechsel das Bein zurück. Komm. Koordination, Rhythmus und der Boden wird auch sauber. Tempo halten. Und 4, 3, 2, einer und wieder nach vorne kommen. Und einmal weiter bewegen, runtersteigen, im Wechsel. Die Beine nach vorne, die Arme mitnehmen, die Schulterachse ein bisschen drehen, nach rechts und links.
Nicht wundern, falls ihr mich hier vielleicht nicht ganz seht. Ich habe das bewusst ein bisschen nach unten genommen, damit ihr hier die Beinarbeit seht. Puh, ganz schön anstrengend, denn auf die kommt es nämlich an. Sehr gut. 10 Sekunden. Wieder ein bisschen runterkommen, die Herzfrequenz senken. Einatmen. Und ausatmen. Da könnte man jetzt so einen schönen Wettbewerb machen, wenn ihr zu zweit zu Hause seid. Jeder schnappt sich die Tücher und mal schauen, wer es schafft am Schluss, dass der Boden wegglänzt. Das wäre doch mal was. So machen Putzen auch Spaß. So, dann steigen wir wieder auf die Tücher. Jetzt brauchen wir die Matte. Und zwar, die ist jetzt ein bisschen zusammengerollt. Ihr seht das hier bei mir. Und wir kommen jetzt mal nach unten. Und wir setzen die Knie auf und nehmen die Hände an die Seite. Also das ist zwar sehr klein, aber da bekommen wir schon beides drauf. Wir haben die Tücher hier unter unseren Fußball. Rumpf anspannen, die Ellbogen ein bisschen beugen, die Schultern festmachen. Erste Runde laufen wir, und zwar so schnell wie es geht, 15 Sekunden und dann wieder die Knie absetzen, kurze Pause. Bereit? Knie abheben, Füße nach hinten und dann loslaufen. Den Po ruhig halten. Vor und zurück, Druck auf die Tücher, komm. Tempo halten, 15 Sekunden. Ausatmen. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder annehmen. Und einmal kurz aufstehen mit mir. Ein bisschen bewegen. Ja, da werden die Beine auch im Nachhang so ein bisschen schwer. Vor allem, wenn ihr mit mehr Druck arbeitet auf dem Boden. Das kann jeder individuell ein bisschen steuern. Wichtig ist, ihr versucht, ein gewisses Tempo zu halten. Ja? Also nicht zu viel Druck, aber Frequenz halten. 5 Sekunden, dann gehen wir wieder runter. 2, 1. Okay, wir steigen wieder drauf. Kommen nach unten, die Knie erstmal absetzen. Position finden. Ihr könnt auch die Hände hier zum Beispiel vorne annehmen. Ist sogar ein bisschen angenehmer für die Handgelenke, wenn die Hand hier so ein bisschen nach unten kommt. Und dann, zweite Runde, nochmal laufen. Rumpf festmachen und die Beine mit Tempo nach vorne, nach hinten. Bereit? 15 Sekunden und los geht's. Ganz schnell. Vor und zurück. Den Po tief. Den Rumpf festmachen. Komm. Die Beine nach hinten und nach vorne. Die letzten. 3, 2, 1. Und ranziehen. Und noch einmal nach oben kommen. Und ein bisschen locker bewegen, auch mal ein bisschen zur Seite, nach rechts und nach links. Nicht groß drüber nachdenken, einfach bewegen und über die Bewegung diese Muskelspannung, diese leichte Erschöpfung auf die hohe Herzfrequenz wieder ein bisschen runterbringen. Ganz locker. 10 Sekunden. Wir drehen uns wieder, wir gehen nämlich nochmal runter. Ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir steigen wieder drauf. Wir kommen wieder nach unten. Setzen die Knie wieder auf. Und jetzt geht es ein bisschen mehr in Richtung Bauchrumpf. Hände entweder an die Seite oder wieder hier vorne dran, was euch lieber ist von der Position. Und dann, ich zeige euch kurz, was wir machen. Wir heben die Knie ab. Geschlossen nach hinten, öffnen, schließen, wieder vorne ab. Geschlossen nach hinten, öffnen, schließen, vorne an. Das Ganze 10-mal. Wer es schafft, ohne die Knie zwischendrin hier abzusetzen. Wer sagt, oh, das ist für mich zu anstrengend, einfach kurz absetzen und dann wieder weiter. Okay? 10-mal. Bereit? 3, 2, 1 und los geht's. Lang, öffnen, schließen, ranziehen. Ruhig ein bisschen Tempo. 2, 3 und 4. Arme leicht beugen. 5, 6, ausatmen, 7 und 8, 9, letzter, 10 und wieder absetzen und immer wieder aufstehen. Wir gehen immer wieder nach oben, aus der Position raus. Nehmen die Arme hoch und lassen uns ein bisschen nach unten sinken. Einatmen, ausatmen, ganz locker. Ein letztes Mal.
kommen wir nochmal nach unten. Ja, wir sind noch nicht fertig. Tief gehen. Saubere Position auf den Tüchern. Und wir kommen auf die Unterarme, also wir gehen etwas tiefer. Und dann lösen wir die Knie, ich zeige euch, was wir machen. Die Beine lang, links, rechts und wieder ranziehen. Ohne die Knie abzusetzen. Das Ganze 10-mal. Bereit? 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, Druck halten, ran und 2 und rein. 3 und rein. Schulter tief. Und rein. Halbzeit. Und 6. 4 noch. Noch 3. Noch 2. Letztes Mal. Komm. Und ranziehen. Und sofort wieder aufstehen. Das muss noch drin sein. Aufstehen muss noch drin sein. Locker bewegen. Von rechts nach links. Ganz locker. Locker hüpfen. Komm. Federn. Die Arme dazu. Ganz locker. Ziehen. 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 Einatmen, ausatmen. Gleich habt ihr das. Zwei durchgehen haben wir. Aber die schaffen wir. Okay, wir drehen uns wieder. Herz muss jetzt nochmal runtergehen. Drei Atemzüge. Dann gehen wir wieder runter. Nicht zu lange Pause. Letzter Atemzug. Und dann wieder mit den Füßen auf die Tücher. Wir gehen nach unten. Achtung, jetzt kommt in die Übung noch eine Bewegung nach oben dazu. Wir gehen wieder auf die Hände. Ich zeige euch, was wir machen. Und zwar nach hinten, in die Grätsche. Und wir wandern nach hinten, hoch. Wieder nach vorne. In die Grätsche. Wir wandern nach hinten und hoch. Okay, also wir starten unten, aber wir kommen immer wieder nach oben in die Streckung. Das Ganze, ja, wie immer, 10-mal. Bereit? 3, 2, 1. In den Schlitz, da. Grätsche, nach hinten und hoch. Wieder runter auf die Matte. Grätsche, nach hinten. 2 und zurück. 3, nach vorne. Festmachen. Grätsche. Und 4. Sauber arbeiten. Spannung. Und zurück. Po nach oben. 5. Und Po nach oben. 6. Wir haben noch 4. Vorletzte Übung. Und zurück. 7. Und 8. Die letzten 2. Ja, jetzt ist hart, aber ihr schafft es. 9. Und der letzte. Nach oben. Und 10. Ich merke schon, ich muss auch richtig hier wieder mich runterbringen. Aber das macht nichts. Es soll anstrengend sein. Locker weiter bewegen. Die Schultern mal fallen lassen, die Hände ausschütteln, auch mal die Handgelenke ein bisschen bewegen. Die Finger öffnen, schließen. Ich weiß, das ist für manche von euch immer so ein bisschen auch ungewohnt, wenn wir viel mit Stützen machen. Aber ist so wie bei vielen anderen Sachen, wenn man es zu wenig macht, dann ist es der Körper einfach auch nicht gewohnt. Deswegen heute mal ein bisschen mehr. Aber wir haben noch eine Runde. Und die schafft er noch. Gut, wir schnappen uns wieder die Tücher. Die letzte Runde. Und zwar kommen wir nach unten. Knie aufsetzen. Nochmal mit den Händen hier stützen. Egal, ob es vorne oder an der Seite. Das sucht ihr euch aus. Und dann kommen wir in den Stütz. Und wir machen 1, 2.
zwei, drei, vier, eins, zwei, vor und hoch. Lang. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vor und hoch. Also jetzt stehen wir auf, wenn wir vorne sind. Letzte Übung, das Ganze 10-mal. Und dann machen wir noch ein kurzes Cooldown und man hat das geschafft. Lass uns jetzt mal hier oben starten. Ja, ich glaube, das ist besser, weil wir setzen jetzt die Knie gar nicht auf. Und dann schieben wir die Beine zuerst nach hinten in den Stütz. Dann 4-mal laufen. Dann wieder beide nach hinten. 2-mal öffnen. Und dann einmal ranziehen und wieder aufstehen. Das Ganze 10-mal. Bereit? 3, 2, 1. Und los geht's. Tief nach hinten. 1, 2, 3, 4. Lang. 1, 2. Vor und hoch. Und 1, 2, 3, 4. Öffnen. Ran. 2. Und 1, 2, 3, 4. Ran und hoch. Dreimal haben wir. Komm. 1, 2, 3, 4. Und hoch. 4. Gleich Halbzeit. Öffnen. Und ran. 5. Kurze Pause. Ich brauche die kurze Pause. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und die zweiten 5. Auf geht's. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2 und hoch. Und 1, 2, 3, 4. Und hoch. Und wieder runter. Komm, geht noch. Endspurt. Und hoch. Die letzten 2. Und öffnen. Und ran. Und ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4. Öffnen. Und ran. Und nach oben. Sehr gut. Die Tücher einfach mal weglegen. Und die Beine locker bewegen. Die Arme einfach ein bisschen mitschwingen. Das ist immer relativ unspezifisch, was ich da mache. Weil es eigentlich nur darum geht, ein bisschen sich weiter zu bewegen. Und nicht ganz stehen zu bleiben. Locker von rechts nach links rotieren, Kopf mitnehmen und dann ein bisschen das Gewicht verlagern, ein bisschen hoch und tief. Nehmen wir die Arme mit, ein bisschen locker schwingen. Jetzt kommen wir langsam wieder runter. Ihr könnt die Bewegung ruhig auch ein bisschen langsamer machen. Einatmen, ausatmen. Sehr gut. Wir nehmen die Arme an den Körper, schieben die Arme zurück und schieben die Ferse in Richtung Po. Ganz locker. Ruhige Bewegung, die Arme lang machen, die Schultern nach hinten unten schieben. Aktiv ausatmen. Noch 4, 3, 2, 1. Und wir schließen und laufen zum Schluss nochmal locker. Die Handgelenke ein bisschen nach außen, nach innen. Dann werden wir langsam ruhiger und lassen den Fußballen auf den Boden. Ihr könnt euch jetzt auch wieder übrigens die Matte drunter legen. Ja, also lasst euch da nicht irritieren, wenn ich das jetzt nicht mache. Wem das lieber ist, natürlich wieder einfach auf die Matte steigen. Und dann bleiben wir stehen, machen die Füße eng zusammen, schieben uns nach oben und schwingen die Arme durch. Nach oben. Und fallen lassen. Und nach oben. Fallen lassen. Noch 2. Und fallen lassen. Letztes Mal. Und fallen lassen. Wir bleiben vorne. Lassen die Beine so ein bisschen lang werden. Den Rücken rund. Und
Und wir halten die Arme hier gegenseitig fest am Oberarm. Und dann mit dem runden Rücken die Schultern ein bisschen nach vorne unten ziehen, den Kopf hängen lassen, die Beine lang machen und den Po ein bisschen anspannen, die Hüfte nach vorne schieben, die Zehen nach oben ziehen. Ganz viele kleine Sachen. Und dann ganz leicht nach unten wippen. Den Rücken rund, die Lendenwirbelsäule nach unten, nach oben, nach hinten schieben. Ausatmen. Noch drei, zwei, eins. Und dann ruhiger werden. Die Arme hängen lassen und wir kommen mal tief. Und wieder nach oben. Und wieder rund. Tief, so weit ihr nach unten kommt. Und wieder nach oben die Schultern, nach hinten kreisen. Nochmal runter, rund. Und dann direkt wieder nach oben, die Schulter nach hinten kreisen. Letztes Mal, rund. Und aufrichten. Und nochmal nach hinten kreisen. Und wir kommen zum Schluss in eine leichte Grätsche und schieben die Arme weit auseinander und wieder zusammen. Einatmen und aus. Letztes Mal. Ein und aus. Und weil ich so gerne mache am Schluss, weil es so schön locker, noch einmal ein bisschen springen. Kleine, schnelle Sprünge. Schultern fallen lassen. Locker wippen. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Super. So. Schnappe ich mir wieder meinen Ball. Das ist ja immer mein Kocker hier. Und komme zu euch nach vorne. So. Ja, da sind ja doch wieder auch einige dabei gewesen. Ich sehe das ja immer nicht, wenn ich hinten stehe. Also ich sehe schon, dass hier was kommt, aber ich kann es natürlich nicht lesen. Ja. Das kann ich nicht mehr. Aber jawohl, die Daniela ist auch mit dabei. Ja, ja, bei mir sieht das so leicht aus. Das ist für mich schon auch anstrengend, aber du musst wissen, Daniela, ich bin natürlich diese Bewegung auch ein bisschen mehr gewohnt, weil ich mache das viel öfter, ich mache das auch öfter am Tag. Ich habe heute schon 4 oder 5 Workouts gehabt, also da ist man auch ein bisschen mehr drin, ja. Aber ich möchte euch ja auch immer was Neues bieten, damit euer Körper immer wieder diese neue Herausforderung hat und da auch immer eine neue Erfahrung macht. So. Ja, was haben wir denn noch hier? Wer war denn noch dabei? Die Sonja ist dabei gewesen. Wunderbar. Die Katharina. Jawohl. Auch wenn ihr mal ein bisschen zu spät dran seid, einfach mitmachen. Ja, und ihr könnt es ja im Nachhinein nochmal wiederholen. Ich würde euch auch empfehlen, das ist jetzt so ein kleines, schnelles Workout mit Power, wenn ihr irgendwie die Woche nochmal das Bedürfnis habt und sagt, ja, das ist auch was, das brauche ich heute. Dann nehmt es noch mit dazu. Also einmal in dieser Woche könnt ihr das auf jeden Fall noch machen. Also entweder am Freitag oder am Samstag, also nach unserem Donnerstag, der ja immer so ein bisschen ruhiger ist. Ja, einfach um da nochmal ein bisschen Power mit ins Wochenende zu nehmen. Also einmal dieses Workout noch mit einbauen. Ich hänge euch das wieder unten an die Playlist. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und das Tolle ist, das nächste Mal geht ihr einfach in einen anderen Raum, dann könnt ihr den Boden im anderen Raum sauber machen. So. Sehr schön. Ja, einige von euch holen das morgen nach. Das ist natürlich kein Problem. Wunderbar. Baut es immer so ein in euren Alltag, wie das für euch machbar ist. Und denn das muss ja auch funktionieren. So, die Sonja ist total fertig. Ja, super. Aber das macht nichts, weil genau das war der Sinn. Das sollte intensiv sein und da solltet ihr jetzt auch das Gefühl haben, egal ob konditionell oder muskulär, das ist bei jedem anders. Ja, wenn man Bewegung oft nicht gewohnt ist, dann fühlt man sich da eher muskulär manchmal müde, ja, weil der Muskel so ein bisschen überbeansprucht wurde. Und wenn das gut funktioniert, ja, und man hat ein hohes Tempo gemacht, dann ist man vielleicht von der Kondition her einfach ein bisschen müde, aber das macht nichts. Intensiv, wunderbar, müde sein jetzt, wunderbar, ausruhen, Pause machen, Feierabend, auch was essen und das war's. So, sehr schön. Dann wäre es das von meiner Seite. Wer möchte, kann es, wie gesagt, nochmal mit einbauen. Ich hänge es euch in die Playlist und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Wir sind ja jetzt schon wieder in der dritten Woche
Und da geht es auch noch mal ein bisschen intensiver zur Sache, auch am Donnerstag. Ja, ihr habt das ja jetzt schon auch so ein bisschen ritualisiert. Da ist ja immer der Sonnengruß in der Früh. Da kommen jetzt auch Varianten, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Ja, also da sind auch die Positionen dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das schafft ihr schon, denn jetzt seid ihr ja schon ganz gut drin. So, jawohl, die Katrin war auch mit dabei. Fast perfekt als Ersatz fürs ausgefallene Laufen. Ja, schau mal, das ist doch wunderbar. Und vielleicht ist der Boden ja tatsächlich ein bisschen sauber geworden. Wobei, ich glaube, wir haben eher Staub aufgewirbelt. Macht aber nichts. Ja, Hauptsache, wir haben uns ein bisschen bewegt und ihr hattet Spaß dabei. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Entspannt euch ein bisschen und eine gute Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Training. Es sind alle Termine jetzt drin für den November. Das heißt, alle Live-Trainings Termine mit Uhrzeiten stehen und einfach reinschauen in die Playlist und dann wieder mitmachen. Da freue ich mich drauf. Eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Training. Macht's gut. Ciao, ciao.